Hallo und herzlich willkommen zurück zu After Humans. Heute habe ich auf 60 FPS gestellt und jetzt habe ich in Minecraft nur noch 30. Gut. Welche Welt wollen wir denn zuerst? Eigentlich ist egal. Wir haben jetzt hier drei Verbindungsbücher, sind alles dieselben. Wir lernen jetzt erstmal Otherlands kennen. Ich wollte gerade sagen, hallo. Da war ein bisschen überfordert, weil er muss die Dimension halt erst laden. So, hier kommt man raus. Ich bin doof. Ich habe doch Holz dabei, oder? Dass ich wenigstens Buchständer craften kann. Um Himmeldonnerwetter. Und Nacht ist jetzt hier vorsichtshalber auch noch. Jetzt kann man wenigstens kann man was sehen. Ich bewege mich jetzt hier absichtlich nicht weg. Hier machen wir mal kurz Buchständer. Buchständer. Machen wir hier ganz einen einfachen Buchständer. Dann brauchen wir das. Dann brauchen wir das. Ich bewege mich jetzt hier absichtlich noch nicht weg. Damit ich den Block, wo ich spawn, beibehalte. Zack, dann hätte ich gerne einmal. Zack, und zack, da kriege ich raus. Oh ne, was muss ich? Brauche ich ja eh noch ein paar Mal. Eins, zwei, und dann haben wir noch drei, vier. Dann machen wir hier zack und zack und. Zack und zack und zack. Oh, ist bei Tag. Wie praktisch. So, 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 so. Also, Buchständer. Okay, ich kann mich hier wegbewegen, weil es ja wurscht. Wichtig ist halt nur, da spawnt man, das muss man wissen. Und würde ich sagen, durch den Buchständer jetzt provisorisch dahin klemmen. Dann kann man quasi jetzt sagen, ey du, ich will zurück zu meiner Heimatwelt. Zentrale Heimatwelt. Gut, dann würde ich sagen, zeige ich mal ganz kurz, was ich hier meine. Warum ich diese Welt eigentlich behalten wollte. Ich habe mich nicht viel bewegt. Ich weiß gar nicht, ob ihr überhaupt beim Soblenti rumschwirrt dann teilweise. Aber... Potzold gibt es sogar schon hier. Mir hat die Welt einfach gefallen. Und dass jetzt wieder so arg ruckelt, ist ja jetzt wieder Verarsche, oder? Da! Ja, er muss jetzt laden. Keine Ahnung, mir hat die Welt einfach gefallen, wie sie war, und ich bin bestimmt. Es wird bestimmt interessant, diese zu erkunden. Wenn es nicht ganz so ruckelig ist. Was ist das für ein Riesenbaum? Ich habe ja gesagt, ich will das eigentlich nicht erkunden, weil keine Zeit. Ist das eine sogenannte Himmelseiche? Nö, das ist keine Himmelseiche. Egal. Lieber gehe ich jetzt zu meinem Ausgangspunkt, bevor ich mich jetzt hier verlaufe. Weil zurückkommen ist dann so eine Sache. Ja. Und das machen wir jetzt bei den anderen zwei Büchern auch. Okay. Verbindung trennen. Mehr Spieler. Irgendwann wird der Umzug auch des Servers mal notwendig sein. Ich hasse es. Das ist bei Minecraft da eigentlich recht simpel. Okay. Da habt ihr jetzt Otherlands kennengelernt. Dasselbe machen wir jetzt mit Philia. Warum Philia? Man weiß nicht, vielleicht gleich mal ein anderes Mal.
Okay, ich meine, man kommt direkt an dem Sumpfgebiet raus, man wird von Kühen überrannt. Und wenn ich mich jetzt mal hier so hoch bewege, ich bin hier auch nicht weit gelaufen, habe aber nur festgestellt, ui, das will ich behalten. Warum das jetzt aber? Ich weiß nicht, wo ich dahin gelaufen bin, weil das war etwas schöner. Vor allem sagt der mein Map, ich habe ja schon wieder nichts, ne? Also, das ist ja schon wieder Veräpfelendung, also. Gut, ich muss noch eins dazu sagen. Ich bin tatsächlich ganz woanders rausgekommen, ursprünglich. Das ist ja nicht mal die schönste Station, schönste Welt. Doch da hinten, da ist der Wald. Da war es klasse. Ich weiß, ich war in dem Wald. Okay. Ich gehe jetzt vielleicht auch nicht weiter drauf ein, bevor der hier mir wieder totlädt und wieder nicht weiß, was er machen soll. Oh, hallo. Ja. Schlage vor, mir gehen wir zurück. Die Welt erkunden wir ein andermal. Ja. Und bei Mooscraft-Welten kommen ja auch noch irgendwann mal. Ach ja, genau, die wollten wir auf die Seite hinpacken. Fällt mir ein. Gut, haben wir erledigt. Jetzt wäre nur noch eine Welt interessant. Selchemeen. So nicht. Hier ruckelt es zwar dabei hier, aber so nicht. Selchemeet. Muss schon richtig geschrieben sein. Selchemeet. So, wenn schon, denn schon. So, machen wir dazu. Ja, Gott, Lana, was ist denn hier wieder los? Uah, ich hasse es, ich hasse es. Ja, das dürfte richtig sein, eine zentrale Heimatwelt. Dann gehen wir jetzt mal ins Selchemeet. Und jetzt werdet ihr wahrscheinlich rausfinden, warum ich ein Problem habe, dass das die Schrottwelt ist. Wo bin ich jetzt rausgekommen? Ich, wenn das wüsste. Kann man verstehen, wenn ich sage, okay, diese Welt will ich nicht kaputt machen. Weil ich mir sage, auch nö. Ach du Scheiße. Diese arme Welt. Jakar. Was? Jakaranda. Jakaranda-Setzlinge. Ha, schön. Schön für dich, du Setzling. Da habe ich ein Problem. Ich weiß nicht, wo ich rauskammer bin. Ich muss jetzt aber das Buch gut draufhocken. Ich muss mal kurz zurückreisen. Ich will wissen, wo aus einem Block ich rauskomme. Dann setze ich es nämlich den Block daneben. Okay, ich komme auf den Block raus. Das heißt, ich möchte es hier hinsetzen. Das passt, weil hier war sogar der Baum. Gut, dann setzen wir es hier hin. Also für jetzt. Muss jetzt betonen, ne? Also man kommt zwar hier raus und kann hier zurück, aber es ist nie der Plan gewesen.
Nie. Nie und nimmer. Das so zu lassen. Da kommt schon ein Hütle drüber. Ein Hütle drüber und notfalls auch noch mit Imtra links, ne? Also. Was sagt man? Also das jetzt hier. Eine Welt, wo man eigentlich nicht so ganz verstehen mag, warum das jetzt die Welt zum Auseinandernehmen ist. Aber gut. Weizengras. Cool, jetzt habe ich einen Yakara-Dings-Setzling. Da war mal ein schöner Baum gestanden. Das Problem ist, da war ein schöner Baum gestanden. Hier. Nein, wo ist der Eingangspunkt? Wo ist 0? Das ist doch hier alles kein 0. Egal. Ich bin auf jeden Fall direkt vom Baum rausgekommen und habe mir gedacht, da, also nee, ich bin da rausgekommen. Ich bin auf den Baum rausgekommen und habe mir gedacht, das geht nicht. Nee. Zentrale und Heimatwelt. Holla, die Waldfee. Wieder daheim. Und er tut so, als wäre er Ewigkeit weg gewesen. Cool. Gut. Dann schauen wir jetzt mal, was wir hier noch einschmelzen wollten. Ellurit, Silber oder Blei. Ich würde jetzt Silber nehmen und dann würde ich auf Blei übergehen. Ja, komm, mach mal. Ja. Das war nicht die beste Idee, das auszuschalten. Ach ja. Na, das habt ihr doch gesehen, das war doch mein Lagerräumchen. Lagerräumchen, mein Lava. Tankraum. Mein Tankraum. Wobei er dazu sagen muss, es sind ja die nicht mal verbunden. Aber es geht, der Lavaverbrauch, der hält sich echt in Grenzen, ne? Also. Und hier drin, da ist auch, und das ist auch machbar, oder? Das ist ein bisschen Kupfer. Das ist ein bisschen Kupfer. Apropos Kupfer. Post. Nein, Mailbox. Briefkasten. Ah, Briefkasten. Ja, Briefkasten. Der braucht 10. Das ist gerade dabei rauszulassen, ne? Der braucht Bronze, Bronze, Bronze. Also ich habe hier Kupfer, Eisen und Zinn. Aber kein Bronze. Wie legiert man Bronze? Ernst gemeinte Frage. Bronze, 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 Bronze. Da... Ja, einmal, ja, nix Bronzemäßiges, ne? Aluminium, Yellowrit. Da müssen wir hinterher eben entsprechend einschmelzen. Jetzt ist die große Frage, haben wir den schon irgendwo? Sieht nicht so aus. Gut, hauen wir da oben hin. Gut,
Was wollte ich denn jetzt machen? Nee, es ist immer so eine schreckliche Geschichte hier. Ja, wir könnten ja mal ein bisschen anderes Zeug ein. Wir haben gesagt, wir brauchen dafür hier Bronze und hier brauchen wir Zinnbach. Das heißt, Zinn haben wir ja. Gott sei Dank. So sind wir ja. Einmal Zinn, da haben wir Eisen. Ja, stimmt, wir haben ja nochmal ein bisschen was rausgelassen. So, zack, zack und zack und zack. Können wir mal entscheiden, was wir dann wie machen. Zack und zack und zack. Das leert sich langsam. Und drei Truhen brauchen wir. Jetzt bin ich aber schon doof, ne? Also Eisen, gehen wir Eisen weg. Das haben wir ja schon. Zinn, das haben wir noch nicht. Da würde ich jetzt sagen, basteln wir hier hin. Aluminium, naja, das würde eigentlich eh mehr Sinn machen. Aber egal, egal. Ja, da haben wir jetzt auch ein bisschen Bauxit. Dann haben wir hier Kobalterz. Da dürfte genau ein Block rauskommen. Weiß ich jetzt nicht. Dann mal gucken. Ich weiß nicht mal, wie viel Erz da rauskommt. Dann würde ich auch gerne wissen, was man an einem Barren rausgeht. Wir müssen da mal gucken. Das Thema ist auf jeden Fall, ich weiß, es ist irgendeine Legierung. Ich möchte aber die Legierungen gesteuert machen. Weil das Problem ist, sonst haben wir vom Rohstoff nichts mehr. Den brauchen wir ja auch. So, wie weit sind wir denn? Nur mal ganz schubsen hier. So, schubsi, schubs. Lauf durch. Uiuiuiui. Er braucht Salzsand. Transportier ab. Und warum ich das hier geschnörrel gemacht habe, jetzt doch gleich hier hoch machen können, hätte ich schon. Aber ich wollte, dass es hier an der Wand eigentlich verläuft. Darum vergesst es einfach. Ach ja, hier ist ja die Decke. Reingucken ist da nicht mal so dolle. Alter, da haben wir noch ein bisschen was drin. Ein bisschen. 4, 5 Blöcke kriegen wir noch raus. Dann war's das aber. Ich könnte eigentlich mal ein Brot rausholen. Schnarch. Ja, so. Weil die Frage ist halt, ob ich das jetzt ganz rauskriege oder nicht. Und ich mache das jetzt manuell, weil es schneller geht. Zum verdammten Himmel. Geht schneller. 2, aber das ist halt nicht möglich. Ist nicht möglich. Da bleibt wieder ein bisschen Rest übrig. So eine Barrenform wäre jetzt nicht schlecht. Dafür brauche ich wieder eine spezielle Legierung, die ich gerade nicht habe. Müsste mal alle Legierungen, das ist bestimmt eigentlich eher übersichtlicher, als ich gedacht hätte wahrscheinlich. Aber mal gucken, alle Legierungen von Tinkers Construct. So, weil dann mache ich hier tatsächlich wieder das, nur um es leer zu kriegen. So. Dann schmelzen wir das Blei ein. Das machen wir wieder frei. Okay, da gucken wir jetzt mal ganz kurz.
Tinkers Construct 1. Alle Ligi. Oli. Min. Gute Frage, wie schreibt man Legierungen? Oder haben wir ein Buch davon? Da können wir ein bisschen Buch nachlesen. Ah, das wäre natürlich jetzt klasse, wenn man das im Buch nachlesen könnte. Boah, da ist da jetzt hier geschmolzenes Blei. Bitte mach! Was war das jetzt? Wo habe ich die Tinkerbücher hin? Da unten müssten sie drin sein. Also hier Welteroberung mit Oblox Materialien und du Band 1. Band 2. Die mächtige Schmelzerei Tinkers Waffen. Materialien und du. Also eins von diesen drei Büchern müsste das sein. Ich weiß jetzt aber nicht welches. Wenn es wo drin steht. Ja, das ist jetzt hier definitiv nicht. Da haben wir hier die einzelnen Tools. Ja, da haben wir die Tools, genau. Schüssel, Lombrix, Arrow, Wood, Iron. Ja, haben wir die, genau. Stone und Iron. Stein und Eisen. Flint, Kaktus, Bone, Obsidian. Okay, da steht aber auch nicht, wie man Alumit herkriegt. This is made of what? Netherrack. Das ist cool. Blue Slime, Green Slime. Ardiz. Ah, das ist Nether, okay. Manilin, the Nether the Nether Alloy is stronger than Diamond. A common metal found in the ground. Kupfer. Stahl, okay. Bronze, is a bit better than Iron. Ist unknown, okay. Das bringt uns auch nicht viel weiter. Pig Iron. Diamond. Cool. Emerald, Speed, Auto Repair. Okay. Sharpne. Ja, 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 ja. Das ganze Gedöns hier. Smith. Lux. Okay. Dann kann es nur noch das sein. Alloys. Das sind. Alloys hier. Yeah. Bronze, also, genau, Bronze ist made of Copper und Tin, also Zinn und Kupfer. Zinn und Kupfer, das heißt drei, okay, ein Zinn und drei Kupfer. Ja, das hört sich gut an. Aluminium, made from Aluminium, Aluminium Brass. Ah, Aluminium Brass. Ah, das brauchen wir wahrscheinlich nicht. Manulin, also Alumid ist schön. Aluminium Iron, okay. Pig Iron, also Bronze. Eigentlich brauchen wir Bronze. Wenn wir was brauchen, ist es Bronze. Aluminium Brass brauchen wir für eine Form. Also Aluminium und Kupfer. Kupfer. Kupfer und Zinn. Das heißt, wir brauchen drei Kupfer und zwei Zinn. Das heißt, 1, 2, 3 und Zinn. Und ein Zinnblock. Wenn ich das richtig hier verstehe. Ich nehme nochmal mal kurz mit. Bronze, Kupfer, drei Kupfer und ein Zinn. Würde ich sagen. Mach mal. Zinn, du darfst schon da bleiben. So rum.
Weil das will ich jetzt schon noch hinkriegen, gell? Etwa klar. Silbererz, Silbererz. Ah. Okay, das kann ich mir denken, das wird jetzt nichts mehr. Jetzt kann ich es doch... Na, okay. Ja, so. Zack und Blei. Cool. Die brauchen jetzt ein bisschen, bis sie einschmelzen sind hier. Aber wenn das jetzt richtig ist, haben wir dann exakt das, was wir wollen. Exakt die richtige Legierung. Aha, der braucht halt Zeit. Weil ich will ja, ich möchte ja, wir brauchen 3 Zinnbarren, ja genau, und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bronzeball, Bronze, zack, zack. Na komm, haben wir es bald. Man sieht aber tatsächlich, wie hier Zinn schneller ist als Kupfer. Oder denke ich das hier gerade nur? Das denke ich nur. Also ein bisschen auf vielleicht. Ach ja. Zack und zack. Yay, geschmolzenes Zinn. Und gleich kommt Kupfer hinzu. Gleich kommt das Kupfer. Kupfer, 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 Kupfer. Kupfer, 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 Kupfer. Na komm, du willst es doch auch. Yay, jetzt haben wir geschmolzenes. Das hat jetzt nicht so funktioniert, wie ich wollte. Hier drin ist geschmolzenes Kupfer, richtig? Vor allem, es wird immer weniger. Jetzt nicht wahr. Es ist jetzt nicht wahr. Okay, du darfst. Es ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Natürlich. So. Zack und zack. Was bleibt uns anderes übrig als... Zack. Die drei wieder einzuschmelzen und auch ein solches einzuschmelzen. Jetzt haben wir extra so lange gewartet. Jetzt machen wir nochmal. Bringen das andere Zeug einmal weg. Weil wir die Zeit haben. Da. Zack. Und dann haben wir Blei. Hoi. Schick, 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 schick. Ja, mein Lager füllt sich. Und die FPS sinken. Oh, ist das schön. 3 Truhen brauchen wir. Und 3, was brauchen wir noch? Hier brauchen wir Zinnbarren. Dann haben wir hier Zinn. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dann bauen wir uns mal einen Briefkasten hier. Das gibt's ja nicht. Ist wirklich schneller. Kupfer braucht wirklich länger als Zinn. Nutzbar für Leuchtfeuerbasen. Leuchtfeuer. Netherstamm. Aha. Ja, nee, danke. So, jetzt haben wir geschmolzenes Zinn. Und bestenfalls kommt jetzt gleich unser Kupfer hinzu. Anders als vorhin. Yay, jetzt haben wir geschmolzenes Bronze. So, bitte austreten.
Hallo Bronze. Wobei, es gefällt mir, Bronze. Bronze, du gefällst mir. So. So. Dann haben wir es ja fast. Ja, nicht ganz. So, jetzt haben wir einen Briefkasten. Wir haben ganz, ganz offiziell einen Briefkasten gebaut. So. Möchtest du noch mal laufen, bitte? Und wie viel haben wir noch? Ist fast der letzte. So, das dürfte dann alles sein. Quasi so wie du da drüben fertig bist, müsstest du fertig sein. So, dann ist Schmiede leer. So, dann können wir Schmiede nochmal neu befüllen mit etwas Silber. Wah, leckidi leck leck. Wir gehen her. Es regnet schon wieder. Ja. Es regnet nicht einfach. Da ist ein bisschen mehr am Werk. So, Bronze. So, die Frage ist, wo man Briefkasten hinbauen. Ich meine, Sinn wird es ja machen, wenn. Zeig mal ganz kurz, so sieht das Ding ja aus. Ich glaube, ich würde es Sinn machen, wenn man ihn hier, entweder hier in die Tür irgendwo kleistert oder am Eingang. Aber ich habe doch eine bessere Idee. Heil an der Welt! Muss das hier so. Ich habe eine Idee. Ja, ich habe eine Idee. Gut, ich weiß nicht, ob die Idee so toll ist. Mein, von außen sieht man dann hier im Briefkasten. Tatsächlich wäre meine Idee jetzt sogar gewesen. Dazu müssten wir aber das anders machen. Das geht dann aber auch nur, wenn. Das, wenn er ganz außen stehen soll. Nee, das soll schon. Wenn dann so stehen. Und ich von außen aber reinkommen soll. Dann müsste ich zwangsläufig. Hier eins runter, etwas runterbauen.
Ich habe eine Idee. Weiß aber nicht, wie gut sie ist. Sie ist mega schlecht, glaube ich. Ja. So. Ja, komm. Das passt schon. Dann kann man von außen quasi was einwerfen. Ach ja, den muss ich doch umschalten auf. Bezahl den Postmann und Besitzer. Da ist jetzt der. Das ist jetzt der. Oh, guck her. Besitzer bin ich. Das heißt, das schaut aus, als könnte man schon gar nichts anderes machen. Jetzt habe ich wenigstens an. Nee. Jetzt habe ich wenigstens einen Briefkasten. Was er mir stand jetzt nützt, weiß ich noch nicht, aber einen Briefkasten habe ich. Mir gefällt zwar nicht, dass es so offen ist, aber muss ich halt einfach mal zugleistern endlich, ne? Mit Holz. Ich habe jetzt einen Briefkasten. So, jetzt müssen wir nur noch schauen, dass wir eins machen, bevor ich jetzt hier rausgehe. Briefmarkensammler. So. Den wollte ich ja. Dann, ach Gott, wisst ihr was? Ich glaube, das mache ich nicht jetzt, das mache ich mal anders. Bring den Briefmarkensammler in der Zentrale an, aber halt so, dass er recht lange. Halt so, dass man da nicht ran muss, sondern dass er auch gleich die Briefmarken irgendwie wieder liefern könnte, wenn nur der Mann wäre. Naja, egal. Da ist alles eingeschmolzen. Ne, schönes Silber. Ich würde dann sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.